So, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Raft. Wir verlassen dieses wundervolle Eiland dort drüben und begeben uns wieder auf eine lange und entbehrungsreiche Reise über den Ozean. Darauf erstmal ein bisschen Wasser tanken. Apropos ein bisschen Wasser tanken, ein bisschen was zu essen tanken wäre auch eine gute Idee. Zum Glück hat hier schon jemand was vorbereitet. Dreimal absolut kaubarer Hai ist fertig. Einmal reinschieben, zweimal reinschieben, einmal für später. Und vor allen Dingen haben wir jetzt hier auch noch ganz lecker, ganz neu, frisch auf dem Tisch, zweimal Rüben. Oh, der sieht ja schon fast süß aus. Oh, du kleiner Jüngling. Ja, wir können auch ein bisschen was angeln. Das werde ich jetzt gleich mal ganz kurz eben hier mitmachen. Vielleicht schaffen wir es noch. Oh, langer Wurf ab. Nein, schade. Leider nicht, aber da schwimmt ja noch jede Menge Gedönse rum. Das kann man ja so nicht lassen. Och, jetzt ist mein Haken kaputt gegangen. Wie ungünstig. Ja, war natürlich geplant. Sollte genau so passieren. Wir können schlafen, wir können gerade aber auch erstmal mal einen Schluck trinken. Denn das geht ja gerade zum Glück relativ zügig hier alles. Ja, was wir brauchen ist jetzt gerade in erster Linie immer noch nach wie vor Holz. Und deswegen drehen wir jetzt hier gerade mal wieder unsere Patrouillenrunde. Und wir stellen fest, wir haben Holz gefunden. Ich muss hier noch ein bisschen was nach. Jawohl. Immerhin haben wir jetzt schon mal wieder ein paar in der Tasche. Was wir auch brauchen, ist auf jeden Fall, aber sowas von auf jeden Fall, Eisen. Da hinten dreht schon wieder jemand seine Runden. Und ich werde jetzt erstmal eine Runde schlafen, glaube ich. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne lacht noch nicht ganz. Der Schniedel glänzt im Sonnenlicht. Und wir werden uns jetzt erstmal hier rüber bewegen und uns erstmal Frühstück machen. Ne? Ihr lecker gegarte Hai und lecker gegarte Rübe. Das fahren wir uns jetzt erstmal einmal komplett rein. Den gegarten Hai auch. So, dann lassen wir uns ja erstmal ein bisschen durch die Gegend treiben. Wir sammeln jetzt erstmal noch ein bisschen. Denn was wir momentan eigentlich benötigen, ist wahrscheinlich weitere Treibnetze sogar. Und zwar eins, zwei. Zwei Stück können wir, glaube ich, gerade mal noch bauen. Das können wir uns wohl erlauben. Netz, Seile herzustellen, ist jetzt eher weniger das Problem. Bisschen mehr das Problem ist halt, dass er uns hier ständig an unserem Floß rumkaut. Ne? Der alte blöde Hai. Ich frage mich immer noch, wer auf diese unglaublich besoffene Idee gekommen ist, dieses Spiel zu programmieren. In dieser Art und Weise ist es halt absolut unrealistisch, unnötig, unsinnig, dass ein Hai die ganze Zeit überhaupt irgendwas anknabbert. Ne? Also, das einfach mal so generell gesagt. So, fehlen uns natürlich schon wieder ein paar Planken. Also, the same procedure as every day. Ne? So, eins fehlt noch. Und danach können wir anfangen, den ganzen Krempel hier zu verstärken. Vielleicht, sammeln wir aber auch erstmal. Vielleicht sammeln wir jetzt erstmal. Das Verstärken braucht jetzt erstmal an und für sich jetzt kein. Das ist auch kaputt. Hier, Alter, du Gieriger, hau bloß ab, ich sage dir. Was hat denn der alles schon angefressen hier wieder? Ist ja absolut fies. Ich vergesse jedes Mal, dass wir tatsächlich auch darüber laufen können. Ja,
Hier haben wir auch noch ein bisschen Plastik drin. Wir haben eigentlich relativ viele Ressourcen, so ist es nicht. Eigentlich haben wir viel. Wir verbauen auch nur, wir verbauen halt gerade aber auch jede Menge. Das ist vielleicht so diese ungünstige Kombination, die es hier gerade hat. Was natürlich auch eine total ungünstige Kombination ist, dass ich ständig daneben werfe. Also auf dieser Seite hier treibt gerade relativ viel. Muss ich sagen. Da hinten habe ich schon wieder eine Insel gesehen. Treiben wir gerade darauf zu oder treiben wir immer noch? Wir treiben gerade darauf zu. Das ist die nächste Insel. Das ist zwar immer noch keine große Insel, aber das ist die nächste. Die Frage ist, kriegen wir gleich eventuell genug Ressourcen noch zusammen, um da zu ankern? Ich brauche noch einen Stein. Das sollte jetzt nicht das Problem da, darstellen. Dinger, die brauchen wir gerade mal nicht aufsammeln. Da hat es gerade echt genug von. Das ist eine Doppelinsel, oder? Ja, versuchen wir es mal irgendwie da hinzukommen, ne? Wir haben jetzt gleich ein bisschen Holz, also ein bisschen hochbauen können wir uns tatsächlich. So, damit sind wir angekommen. Wo ist denn das Segel nochmal gleich? Da hinten. Machen wir gerade schnell zu. Dann sorgen wir uns mal ganz schnell darum, dass wir hier erstmal den einen Speer und dann den anderen kaputt machen. Jetzt haben wir ja wieder Zeit. Jetzt haben wir ja mehr oder weniger geankert hier gerade. Hier können wir uns gleich hochbauen, kommen auf diese Insel, können dann auf diese rüberspringen. Das ist okay, glaube ich. Ja, damit kommen wir jetzt klar. Jetzt müssen wir nur mal schauen, dass wir hier wieder ein bisschen outsourcen. So, damit ist der Speer auch gerade optimal ausgenutzt worden. Er ist kaputt. Ich sammle jetzt hier gerade erstmal das ganze Gedönse auf. Mal schauen, wie viel Holz wir jetzt hier zusammenkriegen. Wahrscheinlich 3. Naja, vielleicht sogar 3,5. Okay, wir gucken jetzt mal, dass wir hier noch ein paar Sachen rauskriegen. Die Metallbarren brauchen wir auf keinen Fall mit an Land nehmen. Die beiden Sachen lassen wir jetzt auch erstmal hier. Die Angel bleibt hier. Die Kartoffel kommt gleich weg. Die Nägel lassen wir auch hier. Kupfer. Glibber. Brauchen wir alles nicht mitnehmen. Dann haben wir hier noch eine Kartoffel. El Kartoffel. 2x Pflanzenmopeds. So. Seile, die wir daraus herstellen. Das kennen wir ja mittlerweile. Hier nochmal 20 Plastik, 12 Plastik. Und tatsächlich mal 20 Planken. Die nehmen wir jetzt gleich mit. Hier werden wir zwischendurch mal was rein. Ach, da haben wir vielleicht genug Zeit, wenn wir unterwegs sind. Da brauchen wir jetzt echt nicht jetzt machen.
Den Speer brauchen wir auf jeden Fall. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Becher kommt mal kurz raus. So, die Wasserflasche. Die packen wir gerade auch mal raus. Brauchen wir jetzt gerade auch nicht mitnehmen. Genauso wenig wie das Paddel. Na, das ist sowieso so ein Werkzeug, das brauchen wir eigentlich nur ganz, ganz selten. Was wir brauchen, wird jetzt gleich der gute Haken sein. Zwei Seile, Planken, ein Bolzen. Können wir eben herstellen, ist ja kein Problem. Hoppala. Die Seile. Den Schrott. Und der Bolzen. So. Die Seile mal wieder raus. Den Schrott auch. Das haben wir. Was zu essen noch mal eben schnell, damit wir ein bisschen was auf Vorrat haben. Und dann gucken wir mal, dass wir hier hochkommen. Bruce haben wir ja gerade eben erst abgedingstbumst. Ich vergesse gerade, was ich sagen wollte. Das müsste eigentlich reichen. Komm, bevor ich mir jetzt gleich einen Arsch speise, noch einen mehr. So, hier müsste eigentlich irgendwo eine Kiste sein. Jawohl, da ist sie. Bolzen, Glas, Nagel. Das hat sich gelohnt. Damit bin ich einverstanden. Jetzt können wir auch mal auf die geile Idee kommen und hier so ein paar Blümchen sammeln. Wahrscheinlich können wir darüber springen. Wenn wir jetzt allerdings hier einmal runtergehen, werden wir nicht mehr zurückkommen. Deswegen lassen wir das mal. Lieber, dass wir hier noch mal einmal rüberkommen. Bams, jawohl. Da haben wir noch gelbe Blümchen, schwarze Blümchen, rote Blümchen. Ja, pass auf, den einen Schrott schmeiße ich gerade mal raus. Unnötig. Schwarze Blume, nicht so unnötig. Zwei Seile, unnötig, raus damit. Melone, schwarz, blau. Weiß, blau, können wir alles mitnehmen jetzt gerade, haben wir Platz satt. Finde ich richtig gut gerade. Palmsamen haben wir, glaube ich, schon. Bin mir nicht ganz sicher. Komm, weißt du was, die eine Kokosnuss tun wir mal weg. Ich kann die Sachen ja auch erstmal hinschmeißen. Eigentlich auch eine Idee, ne? Na gut, das war zu erwarten, dass ich das nicht hinkriege. So, zwei Sachen haben wir da hingeschmissen. Das Türmchen können wir gleich wegreißen. Ich sortiere jetzt erstmal ein bisschen was weg. So, wir haben jetzt hier noch so eine kleine Kiste gehabt. Die wechsle ich gerade mal mit der Glasplatte aus. Und stelle die jetzt einfach mal hier so hin. Ne, zack, zack. Zwei Kisten. Nochmal schwarz. Wir haben das schwarze Saatgut nicht, oder? Sache haben wir nicht. Ja, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen.
Schade, dass ich das nicht mitgenommen habe. Schade, schade, schade. Wir kommen jetzt leider auch nicht mehr hoch. Unsere einzige Möglichkeit, ist gleich wieder ein paar Ressourcen wieder zu kriegen, ist jetzt hier so hoch wie möglich versuchen, das Zeug abzubauen. Oh, wir können sogar alles abbauen, sehr schön. Wir haben zumindest wieder ein bisschen Holz zurück. Als nächstes wieder einen Schluck zu trinken. Und dann würde ich mal sagen, ist es eigentlich schon Zeit, mal ein bisschen zu angeln. Ja, machen wir jetzt mal die Nacht durch. Komm. Freunde, machen wir so, weil ich denke, das macht Sinn. Das Saatgut, das kommt hier mal raus. 27 Holz haben wir, das ist schön. Das Plastik nehme ich hier mal kurz raus, genauso wie die Steine. Ich brauche langsam wirklich verdammt viel Scheiße. Ich brauche eine vernünftige Sortierung. Das ist alles Kokolores, was ich hier habe. 19 Steine haben wir hier. 20 kann ich hier noch outsourcen. Da haben wir noch Platz für ein bisschen weitere Palmwedel. Holz 20 endlich beiseite packen. Das schmilzt fröhlich. Hier haben wir nochmal Saat. Die kommen dorthin. Na, guck mal, jetzt wird da doch langsam mal endlich ein Schuh raus. Ne? Naturressourcen. Beziehungsweise schon verarbeitete Ressourcen. Und Dinge. Wir haben immer noch keinen Schuh gefunden, fällt mir gerade ein. Oder auf. Okay, okay, okay. Machen wir das mal so. So, Bruce. Kein Bock? Oder was ist los? Wo bist du eigentlich? Bruce? Hallo? So, was brauchen wir denn eigentlich für diese Tauchflasche? Die können wir doch gar nicht. Was fehlt uns denn dafür? Das ist kein Fernglas. Okay, wir brauchen noch eine PET-Flasche. Und ich angle nochmal eben schnell. Weil, es hilft ja nichts. Wenn wir jetzt, wieder hier verhungern. Ich gucke jetzt, dass ich so ein bisschen vor mich hinschmelze. Dann werden wir gleich nochmal ein bisschen tauchen. Hoher Hering, das ist jetzt echt nicht viel. Aber den tun wir trotzdem schon mal drauf. Hier tun wir nochmal direkt, einen davon nach. Hier können wir eben schnell einen Schluck trinken. Und wieder die Route rausschmeißen. Das heißt, jetzt läuft gerade unsere Schmiede, unser Grill läuft und
Unser Water Purifier läuft gerade. Wieder ein Fisch. Den kann man wahrscheinlich sogar noch direkt dazu schmeißen. Dann bleiben wir jetzt erstmal so lange vor Anker, bis wir den Bruce wieder mal platt gehauen haben. Und da wieder 3 Minuten Zeit haben zum Tauchen. Bis dahin sollten wir jedoch tatsächlich die Wasserflasche fertig haben. Das wäre sehr gut. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen gefischt. Das ist noch nicht wirklich viel, aber es ist halt schon was passiert. Hier können wir gerade keine Planke nachlegen. Das ist auch noch nicht fertig. Der Glibber. Wir brauchen für diese Wasserflasche Kunststoff und Glibber. Die werden wir jetzt leider Gottes auch für opfern müssen. Aber wir können jetzt das Fernglas und auch Dinge können wir auch. So, den Reiniger, da brauchen wir 4 Glas für. Haben wir natürlich noch nicht, aber den können wir auch als nächstes bauen. Das ist auch schon mal super. Den Topf könnten wir auch bald bauen. Sollten wir vielleicht sogar tun. Aber die Sauerstoffflasche, das ist jetzt gerade, glaube ich, echt so das... gerade so das größte... der größte Sinn. So, bam. Die können wir jetzt anlegen. Irgendwo. Bietet zusätzlichen Sauerstoff unter Wasser. Okay. Leider die Tauchflossen noch nicht. Da fehlt uns jetzt 5 Glibber. Na, vielleicht könnten wir da noch ein bisschen was herstellen gerade. Eins. Einer ist in Arbeit. 2 Stück haben wir. Das heißt, wir benötigen noch 3 weitere Kletterpflanzen. Seetang, Kunststoff haben wir. Seile können wir sehr schnell herstellen wieder. Das ist gar kein Problem. So, haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Wir brauchen wirklich nur das Zeug, was jetzt hier durchgegart wird gerade. Speer ist okay, ne? Speer ist gut, okay. Auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier genügend Holz noch haben, damit es auch nicht ausgeht. 2x Buntbarsch, der erste ist fertig. 2. Planke nachlegen. Schluck trinken. Und wieder rein. So, da ist der Hai. Wir könnten jetzt riskieren, reinzuspringen, ganz schnell was aufzusammeln und wieder aufzutauchen. Das hat wunderbar funktioniert. Ja, das sollten wir vielleicht mal sein lassen gerade. Das hat nicht gut funktioniert, Freunde. Das hat gar nicht gut funktioniert. So. Einmal Glibber wieder fertig. Scheiße. Boah, ich hasse dieses Miststück, ey. Entschuldigung bitte meine Wortwahl, aber... boah, ist das nervig.
Ja, dann Micromanagement geht weiter hier. Wir gucken, dass wir jetzt hier alles eingeschmolzen kriegen. Seetank fehlt uns jetzt leider jede Menge noch. Seiden, wir kriegen es jetzt hin, dass wir den nochmal einmal wirklich kontrolliert weggewutscht kriegen. Weil ich glaube, wenn er mich jetzt nochmal beißt, dann Matsche. Matsche, Quatsche, Patsche. Da bleibe ich doch jetzt gerade lieber nochmal auf dem Floß. Und warte, bis er nochmal angreift. Auch wenn ich gerade befürchte, dass eventuell es dann schon dunkel wird wieder. Was vom Timing halt echt miserabel wäre. Weiß ich mir jetzt gerade wieder gar nicht mehr. Na, jetzt halte ich auf jeden Fall wieder ein bisschen aus. Da ist er. Das ist eine miese, fiese Drecksau, ist das. Ich werde mir jetzt einen größeren Speer bauen. Warum? Weil ich es kann. Miststück. Entschuldigung. Na ja, komm. Kommen Sie, kommen Sie. Schauen Sie. Lass dir Zeit, Bruce. Ich werde mich schon bei Zeiten um dich kümmern. Alles gut. Ich mag das halt nur immer so gar nicht, wenn er gerade angreift, wenn ich die Angel gerade rausgeschmissen habe. Weil das dann einfach eine unnötige Abnutzung ist von der Angel. Ja, das muss einfach irgendwie nicht sein. Okay, jetzt gerade greift er noch nicht an. Blup. Na komm. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob er eventuell irgendwas ahnt. Kannst du hinten sagen?
Tor rum. Na, wir sehen jetzt gerade noch nicht das Floß an. Okay, mit dem Speer braucht er auch nur zwei Hits. Das ist interessant. That's very nice to Knopf. Ich bin ein absolut unfähiger Mensch. Ich muss es halt echt mal sagen. Ich bin unfähig. Ja. Gut, dann werden wir noch ein kleines bisschen vor uns hinangeln. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Haltet die Ohren steif. Ciao.